Hallo, mein Name ist Elisabeth Schmidt, ich bin Luftartistin und arbeite für verschiedenste Companies in Varietés bei Firmen-Events und Galas. Als ich 14 war, zog ich nach Berlin, um dort neben dem Abitur die Ausbildung zur staatlich geprüften Artistin zu machen. Damals war es schon ein Traum für mich, einmal bei dem weltbekannten Cirque du Soleil aufzutreten. Jedoch kam mir das so unerreichbar vor, dass ich mir nie traute, diesen Traum auszusprechen oder ihn gar richtig zu träumen. Vor etwa 2 Jahren engagierte mich der Cirque du Soleil als Luftartistin. Ich war so fokussiert bei der Arbeit, dass es mir alles gar nicht so richtig bewusst wurde. Erst nach wochenlangem Training, als ich dann nach meiner Performance im Scheinwerferlicht stand, die Anspannung abfiel und das Publikum klatschte, wurde mir so richtig klar, dass dieser Traum Wirklichkeit geworden war. Es war ein toller Moment. Nun ist dieser Traum jedoch vorerst vorbei. Alle Engagements und Aufträge sind abgesagt und es kommen auch erstmal keine neuen rein, da niemand weiß, wie lange diese Weltkrise andauern wird. Da ich selbstständig bin und Vollzeit als Artistin gearbeitet habe, ist nun mein komplettes Einkommen plötzlich weggebrochen. Rotkäppchen geht durch den grünen Wald, es ist schon spät, es ist schon kalt. Sie trägt ein Körbchen mit Beeren am Arm, denn Erdbeeren, die sind der Großmutterschwarm. Rotkäppchen hat nicht mehr weit zu gehen, nah ist das Ziel, die Uhr schlägt 10. Rasch ein paar Schritte, da winkt schon die Hütte. Doch ach, was muss Rotkäppchen sehen? Bei der Großmutter liegt der Wolf im Bett, der Wolf im Bett, der Wolf im Bett. Bei der Großmutter liegt der Wolf im Bett, der Wolf im Bett. Großvater springt wie der Ball beim Golf, na ausgerechnet mit Herrn Wolf. Das ist mein miesester Konkurrent, wenn ich den bloß mal verprügeln könnte. Er drückt die Tür ein mit starker Hand und spricht dann zu Rotkäppchen wutentbrannt. Na farbenblind bist du, es ist mein Prokuriste. Ja, hast du dir den einen Hirsch nicht erkannt? Bei der Großmutter liegt der Hirsch im Bett, der Hirsch im Bett, der Hirsch im Bett. Bei der Großmutter liegt der Hirsch im Bett, der Hirsch im Bett. Wozu der Lärm, wozu der Grimm? Beim Hirsch ist es halb so schlimm.